Bevor ich ins Thema komme von True Trackmania. Für die Leute, die die letzten zwei Videos gesehen haben und mich eventuell auf meiner PS4, auf meinen Account, eine FA gestellt haben und ich nicht angenommen habe, liegt daran, dass ihr keine Nachricht hinterlassen habt. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ihr müsst mich schon anschreiben, ne? Also, dass ich auch weiß, wer ihr seid, was, warum ihr mich adden tut. Weil ich tue normalerweise, also allgemein ist es bei mir so, wenn jemand mir eine FA schickt und keine Nachricht dazu legt, lösche ich wieder. Weil, ich sag immer so, ich meine, da kann ja jeder mich adden, da habe ich irgendwann 1000 FAs, also Freunde drin, oder sagen wir so, PS4-Spieler drin. Und von denen ist vielleicht nur noch 2 oder 3, die ich vielleicht benutze, nicht benutze, sondern mit denen ich Kontakt habe im Endeffekt. Das bringt mir nicht so viel. Also, wenn ihr wirklich, es geht jetzt ja darum, ich habe ja ein paar Mal angesprochen, ihr könnt gerne mich adden auf Facebook, auf der PS4. Aber es muss eine Nachricht drin sein, mit welchem Thema. Also am besten Trackmania, Turbo, Let's Play oder so, oder Trackmania allgemein oder Strecken oder sonstiges. Irgendwas hat das mit, irgendwas, was mit Trackmania zu tun hat. Dass ich weiß, A, ihr seid ein Zuschauer gewesen. Zweitens, ihr wollt, dass ich eure Strecken online setze, also zeige. Und dass ich weiß, wer ihr überhaupt seid, dass ich auch den Namen habe. Wenn ihr nur Dings FA schickt, ohne Text, ohne Commentary oder sonstiges, bringt mir das nicht viel. So. So, jetzt aber, das vorab, jetzt geht's zum Hauptthema. Ich habe 4 neue Strecken erstellt, die obere ist ja noch nicht abgeschlossen, da bin ich schon am Bauen. Ob ich die überhaupt noch durchsetze, ist eine andere Frage, weil es mir gerade nicht so gerade wirklich so prickelnd, was ich da gemacht habe. So, ich habe hier in der Zeit 4 neue Strecken erstellt und die gehen wir jetzt alle mal einfach mal durch. Dann zeige ich euch mal meine Ideen. Diese Strecke jetzt, die ihr jetzt sieht, also sehen tut, ist ein Test gewesen. Eigentlich wollte ich so eine Art Need for Speed Hot Pursuit machen. Ein bisschen Wald, gerade durch die Pampa fahren halt, ne? Und nicht gerade abendraubend viel zu tun ist. Ja, so sieht die aus am Anfang. Gespielt hat noch keiner anscheinend. Wir machen einfach mal Solo und starten wir mal durch. So. An der Strecke ist es, wollte ich eigentlich so einen kleinen Kniff reinhauen, dass es halt die Strecke uneben ist und halt so ein bisschen Waldfeeling reinkommt halt. Leider ist die Strecke nicht so gekommen, wie ich mir gut vorgestellt habe. Man muss hier ein bisschen driften, halt, wie gesagt, hier ist halt eher die Grip-Frage für die Fahrer, die die Strecken beherrschen wollen. 3 Runden, aber wir werden nur eine Runde machen, weil wir sehen kann, wer hier nicht perfektioniert, Perfektion ins Driften reinlegt und Perfektion ins Grip, technischen Grip hier reinbaut auf der Strecke, wird hier sehr schnell sehen, dass es, ja, wie ihr sehen könnt, sehr schnell aus den Kurven rausfliegt. Also hier muss man wirklich achten, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Schön driften, auf der Strecke bleiben, sonst kriegt man hier keine perfekten Zeiten hin. Ja, wie gesagt, es ist, wie ihr sehen gut, es ist nichts wirklich Besonderes. Keine Sprünge, also kaum oder überhaupt gar keine Sprünge eigentlich. Nur ein paar gerade Strecken, driften, Hindernisse und eigentlich vom Optischen ist es ja gar nicht so. Okay, einen kleinen Sprung haben wir hier, nochmal einen Sprung und nochmal einen Sprung und gleich mal fast überschlagen. Ja, die Strecke geht halt mehr auf Runden und ich wollte einfach mal ein bisschen mal rumspielen, was so kommt. Da es das sehr eng ist hier, muss man hier wirklich die Strecke meistern, wissen, wie man fährt und was man fährt. Ja, das war es eigentlich von der Strecke. Wie gesagt, ich habe nicht zu viel versprochen. Es ist auch nicht viel, also naja, wie gesagt. Gibt besseres, definitiv. So, dann deswegen springen wir gleich weiter. Bei dieser Strecke habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ins Optische, ins Verrückte und ins Chaotische, sage ich mal so. Ne? Also so eine Mischung. Also wie ihr gleich am Anfang stehen dort. Also ich habe
gespielt, bis zum geht nicht mehr. Ich habe es einfach mal versucht. Eine Bestzeit habe ich auch schon draufgesetzt. 2 Minuten 32. Aber die werde ich jetzt nicht toppen, weil jetzt machen wir das einfach mal. So, am Anfang geht es hier los mit einem Freefall in die Klippen. Was ich so sehr schön finde, ihr seht unten Wasser und dann sieht man gleich die oberen Lichter. Puh, so. Gleich mal einen Schaden hingelegt. Perfekt. So. Also hier habe ich mir ein bisschen, hier habe ich mal was einfallen lassen. Auch wieder den Editor komplett ausgereizt, bis zum geht nicht mehr. Hat funktioniert. Hat auch ihre Besonderheiten an dieser Strecke. Und ja. Aber ihr seht ja selbst. Also das Beste kommt erst am Schluss von dieser Strecke. Am Anfang ist es nur ein bisschen mal hochfahren. So ein bisschen. Ich habe mal versucht, halt mit diesem Baukasten hier in dieser Session einfach mal was zu bauen. Mal gucken, was ich da so erreicht habe. Ja, kann man halt nicht so schwer sagen jetzt. Es war halt erstens mal ein Versuch, was man hier auf diesem Bereich machen können. Hier schön links gleich aus der Kurve, in der Rechtskurve. Ja. Mein anderer Spieler, also der hat mein Rekord, ist halt gegen die Mauer geknallt. Ich habe es auch diesmal geschafft. Jetzt kommt eine schöne große Driftkurve, die wir hier schön gut meistern können. Wenn man richtig abbremst und wieder Gas geben wird. Ja, haben wir super gemeistert. Oh ja. Einmal daneben und schon haben wir die Scheiße am Dampfen. Was nicht so toll ist. Naja. Man kann es ja mal versuchen. So. Hier, da habe ich jetzt auch einen kleinen Cliffhanger reingemacht. Speed, Speed, Speed und einen Sprung und gleich wieder um die Ecke driften. Also wer da richtig die Kurve trifft, hat auf jeden Fall ein paar Pluspunkte gesammelt in der Zeit. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich habe hier auch mal versucht, an den Klippen lang zu bauen. Ist es gar nicht so einfach, wenn man so sieht, erstmal den Anfang zu finden, also wie man da überhaupt reinkommt. Ich habe, glaube ich, den ganzen Tag damit verbracht. Und diesen Looping, das ist ein ganz besonderer Looping, den man ganz vorher schön einschlagen muss. Und ich habe den gemeistert, perfekt. Und vielleicht kriege ich ja so noch eine bessere Zeit, das wäre ja mal was super Tolles. Hier muss man leider ein bisschen abbremsen, weil auf der Kanten ist es halt immer so ein bisschen so schräg hoch und dann kann man sehr schnell den Grip verlieren. Und wir haben eine Zeit von 2 Minuten und 28, yeah, um 4 Sekunden getoppt. Trackherrscher, yeah, Trackmaster. Okay, hat sich ja gelohnt. So, aufgeben. Glückwunsch. Dann tun wir gleich mal hier. Also das NCAL ist Christine Angel. So, ne, also. So, gut, wir haben das auch geschafft. Perfekt. Ich finde, die Strecke ist sehr gut gelungen. Es ist abwechslungsreich und auf jeden Fall mal spielwert. So, jetzt kommen wir zu der zweitletzten Strecke. Das Beste kommt jetzt am Ende noch. Die letzte Strecke, da habe ich mich wirklich richtig ins Zeug gehauen. Ist eine kurze Strecke, 2 Runden, aber hat voll was in sich. Also wer da nicht perfekt springen tut, der hat da gnadenlos verloren. Aber wir gehen jetzt erstmal auf diese Strecke und dann sehen wir einfach mal weiter. So, an dieser Strecke hier ist es, wenn ich mich noch recht erinnere, ja, ein bisschen verwirrend. Der Adlerfahren 99 hat gesagt, ich soll mir kein Labyrinth bauen, aber naja, hat sich aber so ergeben. Leider habe ich an der Strecke, wo ich hier gebaut habe, einen kleinen Fehler eingelegt, dabei wollte ich eine kleine Abkürzung einbauen. Leider habe ich das leider verbaut und vergessen und auszusehen hochgeladen. Das Problem ist jetzt hier, man kann die Strecken, wenn man hochgeladen hat, nicht mehr löschen. Also alles, was man hochgeladen hat, oh, das war scheiße, aber egal. Ist halt das Problem, man kann sie nicht mehr ändern. Also müsste man sie doppelt hochladen und das ist scheiße. So, hier an dieser Strecke, an dieser Stelle muss man genau springen, weil der, so wie hier, scheiße ist. Also, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt noch schaffe. Nein, also wir müssen von vorne anfangen. Hier der erste Sprung muss man auf jeden Fall gleich perfektionieren bis zum nächsten Checkpoint. Wenn man das nicht schafft, hat man sehr schnell wieder ja, ein bisschen Frust, weil man immer öfters den Anfang durchfahren muss.
Aber das ist an Trackmania normal, also wir fahren ja immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer wieder ab. Wow, 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 wow. Okay, wir haben es nicht noch besser gemeistert, aber mein Rekord hat es besser gemeistert wie ich, also ist ja nur eine... So, haben wir das jetzt? Komm. Yes, perfekt. So. Eine scharfe Rechtskurve. Und da drüben ist das Ziel und das war die Strecke. Nein, Schatz. Wir fahren erstmal hier rechts rein. So, jetzt wird ihr erstmal sehen, hier zwei Abbiegungen. Was man hier auf jeden Fall nicht machen darf, einfach mal abbiegen. Ich empfehle, einfach nur geradeaus zu fahren, immer nur die Strecke in der Nase nach, weil... Das ist gefährlich. Ja, da guck, sehen Sie, da war ich wieder zu schnell. Scheiße. Mist. Okay, hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Hier hat man zu viel Boost, also stark abbremsen. Ich habe doch abgebremst. Okay, zu wenig abgebremst. Also nochmal Neustart. Ja. Also am besten kurz vorm Ausgang, am besten jetzt schon hier abbremsen. Dass man nicht rausspringt. Gut, schön, haben wir gemeistert. So, und dann geht es hier rechts hoch. Über zwei Loopings durch mit auch einer Runde Boost. Das ist auch nicht so... Ich habe hier überlegt, zwei Boosts hinzulegen, aber das Problem ist, bei mehreren Boosts links hintereinander, bei so einer, bei dem hier, müssen wir nochmal abbremsen, sonst knallt man, wie man gesehen hat, gegen die gegen den Tunneleingang. Ja, wie gesagt, ein, zwei Boosts war etwas zu viel, weil sonst driftet man da zu weit rum und ist auch nicht so gut. Hier leicht abbremsen, man kann auch rechts rum oder einfach geradeaus durch. Scheiße war's. Ja, das ist der Vorführeffekt, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das ist kein Problem. Abbremsen. Yes, gut. Also, wer hier wirklich eine Bestzeit machen soll, fährt geradeaus weiter. Wenn nicht, dann lässt es einfach. Oder fährt außen rum. Wie das hier selber macht. So, hier eine lange Gerade mit der Hochgeschwindigkeit von 500 km/h. Abbremsen in die Kurve rein. Jetzt muss man hier auch aufpassen, nicht zu weit, sonst springt man hier rüber und dann muss man wieder von neu anfangen. Hier eine kleine Offroad-Session, dann hier um die Ecke und dann wieder auf die Piste zurück. So, wie ihr sehen kann, ich drehe mal kurz um. Hier wollte ich eigentlich einen kleinen versteckten Durchgang machen, dass man nicht außenrum fahren muss, aber leider vergessen, die Stelle einzubauen noch. Ein kleiner Fehler von mir, aber naja, man kann nicht alles haben. Also, nein, war ein bisschen blöd von mir. Ich hätte es vorher noch prüfen sollen. Hab's leider nicht gemacht. Scheiße. So, wir haben die Strecke auch gemeistert. Silber. Naja, besser als gar nichts. So, rausgehen, aufgeben. Glückwunsch. So. So. Also, wenn ihr wollt, einfach fahren und ja, Strecken ja, meistern. So, ja, da habe ich NK, CNAK, habe ich mich leider vertippt. Ach, aber egal, man kann ja nicht alles haben. So, also dann, jetzt geht's zu der letzten Strecke. Ein Rennen mit zwei Runden und da habe ich mir sehr was einfallen lassen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich habe eine schöne Session draus gebaut. Mit sehr viel Bling Bling. Leider nicht so viele virtuellen Effekte oder so. Grafische Effekte, aber sonst eigentlich gute Höhenflug. So, dann haben wir jetzt, dann starten wir jetzt einfach mal durch. So, wir fahren auf den Stadium. Wir haben noch keine Bestzeit gemacht, hat noch keiner gemacht, seltsam, okay. Dann hat der Art of Harbour wahrscheinlich noch keine Zeit gehabt. So. Ich wünsche euch viel Spaß bei der letzten Strecke, die ich am meisten Spaß dran hatte, zu bauen. Sieht ja schon mal optisch genial aus, also ich habe echt viel Spaß dran. So, kleiner Tipp für euch, hier, Gas loslassen. Ihr müsst loslassen. Wenn ihr zu viel Gas hier in den Sprung reinmacht, dann würdet ihr euch überdrehen. Und das ist nicht gerade optimal. So, Checkpoint erreicht. Dann gibt es auch wieder eine Gerade und gleich wieder Energie aus. Bam. Und hier loslassen, leicht abbremsen, in die Kurve sliden, springen durch den Checkpoint, wieder Energie und nochmal durch Gas geben und nochmal abbremsen, dass man die Kurve auch richtig meistert. Genauso wie hier, hier kann man eigentlich voll durchziehen, auch wieder Gas geben, gerade bleiben, hier muss man definitiv gerade abspringen.
sonst fällt man hier irgendwo dagegen, was nicht der Fall sein darf. Sonst kriegt man den Punkt nicht dafür. Hier kann man auch eigentlich schon ein bisschen weiter rausspringen, also dafür sind die großen Schrägen auch da, also da habt ihr vorher keine Angst haben, einfach voll darauf durchgehen. Ich habe es ein bisschen abgebremst, aber naja, für euch müsst ihr das nicht machen. Hier ein kleiner Huckel, da einen gleichen Speed und gerade abspringen. Wenn ihr das gut schaffen tut, nicht so wie ich, dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Sprungpassage, wo ihr gut auf jeden Fall Punkte sammeln könnt in der Zeit. So, geradeaus. Und gleich nochmal eine Linkskurve, zweimal. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir sehr viele Ideen reingesetzt. Ein bisschen virtuell, also ein bisschen spielerisch von optischen reingehauen. Also nicht nur streckenmäßig, sondern auch ja, diese Spielereien an der Umgebung. So. So, nochmal eine Runde. So. Und noch einmal. Jetzt wird es schwer. Der Schwierigkeitsgrad fängt erst jetzt an, weil wir jetzt hier keinen geraden Start hatten, müssen wir uns selbst variieren, auf die gerade Stelle zu kommen. Ihr seht, du, ich komme schon komplett schräg an. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Das war knapp. Wie ihr gesehen habt, wenn man hier nicht richtig abspringt, hat man schon ein kleines Problemchen mit dem Bühnchen. So. Hier müssen wir auch wieder aufpassen. Leicht abbremsen, durchziehen, abspringen und wieder Gas geben. Und abbremsen und weiter Gas geben. Sonst kommt mir zu schnell in die Kurve rein. Wie gesagt, aufpassen. Hier auch wieder so eine Sache wie beim letzten Mal. Und Gas durchlassen. Und ich hoffe, wenn ihr alle in der Mitte seid, habt ihr auf jeden Fall immer eine gute Session für einen guten Sprung. Ich lasse jetzt mal was nicht los. Und wie seht ihr, ihr könnt genau in links in die Schräge reinkommen. Also kein Problem, wenn ihr mal zu schnell seid. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir den Sprung hier besser machen können. Wir springen gerade richtig gut ab. Und jetzt. Nein! Oh Mann, jetzt dachte ich, kann ich eine gute Zeit machen. Shit. Aber ich habe hier auch mal die Checkpoints hingesetzt. Das sollte jetzt halt kein Problem sein. Mit dem Backflip kann man auch mal was Gutes reißen. So, dann wieder. Jetzt ist eigentlich der letzte Part, eigentlich der leichte. Geradeaus, links, links, rechts, links, links, rechts, links und links dann wieder ins Ziel hinein und das war's dann eigentlich von dieser Strecke. Wie gesagt, ich finde die Strecke eigentlich optisch sehr gut gelungen. Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und vielleicht könnt ihr gute Zeiten hinbringen. Fahrt sie ab und macht das Beste draus. Vielleicht gibt es auch was zu gewinnen, aber nur vielleicht. Nein, Scherz. Gewinnspiel wird es vielleicht irgendwann mal geben. So, Silber haben wir erreicht. So, aber, so, aufgeben. So, wir haben ja ein paar Münzen. So. C, A, N. Ups, nee, halt, stopp. C, N, A. L. So, perfekto. Vielleicht könnt ihr eine bessere Zeit machen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So, das war's von meiner Sicht aus. Wie gesagt, für diejenigen, die erst am Ende mit der ersten ein bisschen vorgespult haben, weil es Gelabere vielleicht zu langweilig war. Keine Ahnung, wer weiß. Für die Leute, die mich wirklich adden wollen, die von denen ich die Strecken zeigen soll und präsentieren soll, schreibt mir eine FA auf Facebook sowie auf der PS4 mit einem Kommentar bitte dazu, dass ich weiß, wer ihr seid und warum ihr mich addet. Alles klar. So, das war's eigentlich. Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet, außer von den FAs, die ich bekommen habe, weiß ich ja nicht, ob es jemand davon gewesen ist. Wie gesagt, schreibt mir einfach eine FA und dann sehen wir einfach mal weiter, wie es dann weitergeht. Vielleicht in der nächsten Folge gibt es wieder von mir oder vom Adlerfarm. Mal schauen. Oder von euch. Also es liegt an euch. Es liegt wirklich nur an euch. Ihr müsst mich einfach nur adden mit einem Kommentar von Trackmania. Einfach, oder könnt einfach nur Trackmania eingeben. Dann weiß ich Bescheid. Hey, hier, der will gerne seine Strecken auf meinen Kanal sehen. Alles klar. Dann verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal von Trackmania Turbo, ne? So Turbo, blablabla. Vom Streckenpräsentationsvideo. Also dann, schön ab noch und bis zum nächsten Mal, euer Chris in the Angel 3000. Haut rein und schaut mal bei den anderen vorbei, wie beim Mapster, der hat ein neues Schwarzmarkt-Video vom Black Ops 3 drin.
schaut einfach mal rein und kommentiert fleißig. Also dann, tschüss.